Hallo, hier sind Minerva Fabian-Haase und Nolan Segert. Soeben haben sie ihren zweiten deutschen Meistertitel gewonnen. Minerva und Nolan, wie schätzt ihr eure Leistungen und euer Resultat heute ein? Also wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit beiden Performances. In der Kür hatten wir zwei kleine Fehler, einmal beim Seiljump und beim Wurfrittberger. Der Rest war solide. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir unseren Titel verteidigen konnten. Und mit der Punktzahl sind wir auch sehr zufrieden. Das ist unsere höchste Punktzahl bis jetzt. Titel verteidigen, genau. Wenn ihr das mal vergleicht, das erste Mal und das zweite Mal gewinnen, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass man halt seine Leistung nochmal unter Beweis stellen muss. Also das erste Mal gewinnen klingt vielleicht doof, aber ist in gewisser Weise einfacher, als es dann nochmal zu wiederholen. Die Anforderungen an einen selber sind halt deutlich höher und auch von den anderen, also vom Verband, die gestellt werden. Und die zu erfüllen ist nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, und auch wenn man jetzt die beiden Meisterschaften vergleicht, war diese Meisterschaft für uns selber auch erfolgreicher vom Inhalt her. Und wir haben uns jetzt auch zum letzten Jahr, finde ich, nochmal deutlich entwickelt. Und das hat man jetzt, finde ich, auch gesehen, wenn man beide vergleicht. Die Saison ist ja bisher gut, wirklich gut auch für euch verlaufen. Natürlich mit dem Höhepunkt Grand Prix-Medaille beim Rostelekom Cup in Moskau. Wie hat euch dieser Erfolg beflügelt jetzt auch in der Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft? Ich glaube, ich habe das in Moskau auch schon gesagt, dass das Verständnis von dem eigenen Standing ist halt einfach ein anderes geworden. Das ist nicht mehr so, okay, wir laufen nur mit, sondern man merkt halt deutlich mehr, dass wir jetzt konkurrenzfähiger sind und halt auch wirklich mit den Paaren mitlaufen können. Klar, es gibt noch die ganz Großen bei uns in der Disziplin, aber mittlerweile, wir gehören mehr dazu. Ja, wir laufen immer näher ran. Ja. Was bedeutet das auch im Hinblick auf die Europameisterschaft? Welche Ziele setzt ihr euch? So gut wie möglich zu laufen. Ja. Ziel Nummer eins. Ja, also eigentlich, wenn es möglich ist, wie letztes Jahr halt zu versuchen, die bestmögliche Leistung abzurufen. Möglichst wieder in die Richtung wie letztes Jahr von der Platzierung zu kommen. Aber im Endeffekt, man weiß nie, wo man landet und es ist dann tagesformabhängig. Ja, letztes Jahr wart ihr ja Sechste, genau. So. Wenn die Leistung stimmt, kommt der Platz von allein. Ja, das stimmt. Dann wünschen wir euch ganz viel Erfolg und eine gute Vorbereitungszeit und wir sehen euch in Graz. Danke.